Die Profite vor Leben-Politik während der Pandemie hat allein in Europa über 2 Millionen Menschen das Leben gekostet. Der Kapitalismus hat den Arbeitern nichts mehr zu bieten, außer Krankheit, Kürzungen und Krieg. Schon im Ersten Weltkrieg gehörte die Kontrolle der rohstoffreichen und geostrategisch zentralen Ukraine neben der Herstellung der deutschen Hegemonie über Mitteleuropa zu den erklärten Kriegszielen des Kaiserreichs. Und im Zweiten Weltkrieg knüpfte Hitler nahtlos an diese Politik an. Vor allem der deutsche Historiker Fritz Fischer zeigte auf, dass es eine direkte Linie von der deutschen Besetzung der Ukraine im Ersten Weltkrieg und der Politik der Nationalsozialisten gab. Und jetzt verfolgt der deutsche Imperialismus wieder das Ziel, die Ukraine und andere Länder, die zur Sowjetunion gehörten, dem Einfluss Moskaus zu entziehen und unter die Kontrolle der von Deutschland dominierten Europäischen Union zu bringen. Und zu diesem Zweck rollen deutsche Panzer wieder gegen Russland. Und das geht mit einer regelrechten Explosion des deutschen Militarismus einher. Und finanziert wird diese horrende Aufrüstung durch Kürzungen bei Bildung, Gesundheit und Wohnen. Wenn ihr euch das anguckt, hier das Aufwachsen des Militärhaushalts, Bildung minus 5,4%, Gesundheit minus 33,7%, Wohnen minus 5,1%. In dem Haushaltsplan, der jetzt im Bundestag debattiert wird. Und wenn man sich das für den Gesundheitsbereich mal genauer anguckt, dann kann man sehen, wie der Gesundheitshaushalt mit der Pandemie natürlich gestiegen ist. Jetzt, wo die Pandemie alles andere als vorbei ist, sondern neue Varianten sich wieder verbreiten, keines der Probleme wirklich gelöst ist, ist der Gesundheitshaushalt auf einem Minimum zusammengeschrumpft, während der Rüstungshaushalt massiv ausgedehnt wird.